Willkommen zu einer weiteren Folge Slime Rancher. Und ja, es hat eine Weile gedauert, weil ja, eine ganze Weile keine Updates kamen. Ich habe gesagt, ich wollte warten. Ich wollte zwischendurch eigentlich schon mal wieder ein Video machen und genau über das ganze Thema reden, aber das kann ich heute noch mal so ein bisschen anschneiden. Und es gab diesmal tatsächlich ein richtiges Content-Update. Es gab ein paar kleinere Updates. Mittlerweile sind aber auch diese Red Slimes, man hier so diese, ja, Aura, wie man es nennen will, so ein bisschen sieht, diese leuchtenden Grünen, die sind jetzt mittlerweile richtig drin. Im Hauptmenü waren sie schon seit längerer Zeit, aber jetzt kann man sie auch endlich finden und ja, in den Käfig stecken und mästen und sonstigen Kram. Und unerwarteterweise kann man sogar jetzt wirklich noch seine Dinge hier benutzen. Seinen Spielstand. Ja. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Ich dachte eigentlich, dass jetzt hier so ein quasi einen Speedrun machen müsste, um halt wieder so ein bisschen auf Punkte zu kommen. Bisschen so eine Basis zu kriegen, von der man wieder starten kann, dass man ein bisschen Geld und so hat. Ich bin gerade so ein bisschen neben der Spur, aber schon länger nicht mehr aufgenommen gehabt. Ja, dem ist nicht so. Und deswegen können wir jetzt hier mal mit dem Spielstand, den wir haben, weitermachen. Was eigentlich ganz cool ist, ich hatte halt nur, wie gesagt, schon überlegt, ob ich diesen Speedrun mal so machen wollte. Also die Idee ist, innerhalb von einer Folge, so vielleicht 20 Minuten maximal geht, die Honey Slimes zu kriegen. Und das, ja, das wäre dann wahrscheinlich Rock Honey Slimes, mit denen man dann mit den Beetwoods, die dann füttern kann, dass sie halt immer zwei Dinger fallen lassen von der Sorte. Und das wäre dann so ein bisschen das Ziel gewesen. Ich denke mal, das werde ich so oder so irgendwann machen. Vor allem, wenn sie dann wirklich mal, ja, spätestens wenn sie mal die Spielstände resetten oder dass das irgendwie nicht mehr kompatibel ist, dann wird es sowas auf alle Fälle geben. Aber momentan, ja, können wir hier nochmal weiterspielen, was wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist. Ich kann noch ein paar Sachen zeigen, die wir bisher außen vor gelassen haben. Zum Beispiel kann ich euch jetzt mal das hier zeigen. Wir haben hier tatsächlich noch einen weiteren Gordo, nämlich den Phosphor-Gordo. Den müssen wir mal mit Pokefrüchten ein bisschen messen. Also die brauchen, glaube ich, auch 50 oder so. Und ja, das ist schon mal eine coole Sache. Ich habe mir jetzt auch schon mal gerade so eine Kleinigkeit gekauft. Hier so einen Dingrich-Tank, einen speziellen Wassertank. Die gibt es jetzt. Hatte ich jetzt quasi schon mal eine Folge aufgenommen, aber mich da wirklich gesprächsmäßig nur im Kreis bewegt. Das war. Es wäre wahrscheinlich ziemlich bescheiden gewesen, wenn ich das jetzt hochladen würde. Deswegen, ja, das ist sonst nichts hier passiert. Ich habe dann einfach mal nur gezeigt, den Slime, den ich jetzt gerade gezeigt habe, einmal diesen Tank gekauft, nochmal nachgeguckt. Aber man soll wohl irgendwie sein Pack aufrüsten können, dass man hier 50 Sachen pro Slot reinpacken kann. Aber ich kriege das irgendwie leider nicht hin. Und dieser Phosphor-Slime unten, der gibt übrigens einen Schlüssel, der bisher immer relativ unnötig war. Und den würde ich dann auch gerne dann holen. Also ist der gleiche Schlüssel wie der andere. Wir können auch den anderen Gordo ein bisschen füttern. Ich denke mal, die Heartbeats bringen mir hier gerade gar nichts. Also man kann damit schon einiges anfangen, aber es ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Ich kann ja die ganzen Viecher mal füttern, aber was dabei rumkommt. Also der Teleporter ist relativ praktisch, um zurückzukommen. Auch wenn jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja, der zweite Schlüssel war halt bis zu dieser Erweiterung, zu der halt auch ein neues Gebiet gehört, wo man dann die neuen Slimes auch wirklich finden kann, war der nicht unbedingt hilfreich, hat man halt gehabt und konnte damit nichts machen. Aber die haben sich jetzt tatsächlich mal die Entwickler hingesetzt und das Ganze fertig gemacht. Ich wollte eigentlich ja schon mal so ein Video machen, das hätte ich jetzt sowieso bald gemacht, wenn das jetzt hier jetzt nicht gekommen wäre, dass wir hier mal weitermachen können. Hätte ich da auch ein Video drüber gemacht, mal über diese Sache zu reden, dass eigentlich die Updates hier ziemlich dürftig sind. Also wir sind jetzt, glaube ich, 6 Tage mehr. Wir hätten irgendwie 3 Monate auf ein Update gewartet, seitdem das Ganze im Early Access ist. Also es gab ein paar kleinere Bugfixes, aber die waren nicht ganz so besonders. Soweit wie ich das von den Entwicklern gelesen habe, war das eigentlich auch dem zu schulden, dass das ganze Team jetzt ausgebaut wurde, dass sie sich jetzt
richtiges Gebäude geholt haben, ob es halt ein paar Büroräume, keine Ahnung, wie es genau aussah, ob das vorher nur ein Ein-Mann-Team war oder so. Es war zumindest höchstwahrscheinlich ein sehr, sehr kleines Team. Und das haben sie jetzt geändert, was höchstwahrscheinlich auch an dem ganzen Erfolg von dem hier zu liegt. Und ja, ich könnte es sehen, ich finde es gut, aber ich hoffe mal, dass dann jetzt auch die Updates ein bisschen häufiger kommen, weil so 3 Monate für einen neuen Slime, der eigentlich schon so halbwegs implementiert war, also die Grafik für den war drin, hat man ja im Hauptmenü gesehen und ja, auf dieser Verkaufstafel stand der Plot von dem auch schon drauf und so. Es war irgendwie, ich fand, der war quasi schon drin, also zumindest von dem, was man sehen konnte. Ich meine, den hatten noch mal Leute reingespawnt, aber man muss ja mal das Video nachgucken, wo ich das damals gesehen habe. Man kann das Ganze so ein bisschen hacken, irgendwie so eine Mod draufziehen, dann kann man hier selber Spawner drauf machen, wo man alle Sachen, die es gibt, hier reinziehen kann. Und es gab zum Beispiel schon zig Früchtesorten und so, die ja irgendwie schon drin sind, aber die man einfach noch nicht im Spiel drin, also in diesem Level drin hat, die halt noch nicht gespawnt werden, aber die sind halt schon im Gamecode drin und funktionieren auch soweit. Also so viel mal zu der Sache. Ich glaube, den hier werde ich wegschmeißen. Den Plot brauche ich ja auch nicht, aber wir werden da mal zurückgehen. Also, ja. Wenn man das mal so in Betracht zieht, diese Geschichte, dann ist irgendwie, finde ich, ja, die haben sich sehr darauf konzentriert, da ihre Sachen auszubauen. Ich hoffe, dass das klappt, aber wie gesagt, viele Sachen waren halt schon vorher implementiert und dass das nicht fertig wurde, ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schade. Also, ich meine, das Spiel ist ja schon ziemlich teuer und mit 20 €, da erwarte ich auch ein bisschen was. Und gerade wenn man mal dieses mit dem Speedrun macht, was ich dann spätestens, wie gesagt, dann irgendwann machen werde. Also wenn jetzt einer sagt, ja, hier kommt's einmal, dann mache ich das auch gerne so als übernächste Folge oder so. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier aufnehmen werde. Sonst werde ich es halt spätestens dann machen, wenn dann wirklich dieser Reset stattfindet. Und wenn man sich wirklich bis zu dem alten quasi Endgame vorarbeitet innerhalb von ein, zwei Folgen, dann, ja, innerhalb von einer Folge sogar, sind ja noch nicht mal zwei, ja, dann finde ich das schon irgendwie ein bisschen. Oh, die Dinger gehen jetzt auch schneller runter. Also gibt es auch so ein paar Grafik, man kann jetzt hier, also grafische Verbesserung, man kann jetzt hier, wenn man nah genug rangeht, auch sehen, dass sie so eine Pixelstruktur haben. Das verschwimmt so ein bisschen, wenn man halt weiter weg ist. Aber finde ich cool, dass jetzt halt auch die Anzeigen ein bisschen flackern und so. Ja, coole Sache. Wir können jetzt hier mal ein paar Früchte mitnehmen. Die sind jetzt nicht für unsere Leute. Wir wollen nämlich dieses Endgame-Ding nicht freischalten. Also wir werden jetzt nicht unsere Slimes damit füttern, sondern damit den Gordo zum Platzen bringen, hoffentlich. Theoretisch sollten diese Dinger eigentlich schon an sich reichen. Die lassen wir da mal machen. Und ja, sonst könnte ich halt nochmal das hier zeigen, wenn irgendwann mal was ist, was ich auch gebrauchen kann. Also ich kann mal hier reingehen in das Menü. Hier kann man zum Beispiel sehen, ja, dass man, was dann hier den Leuten geben soll, was man dafür rauskriegen würde. Kann ich bald mal machen, einfach nur um es zu zeigen, aber finde ich jetzt eigentlich nicht ganz so notwendig, beziehungsweise nicht ganz so sinnig, weil ich kann das eigentlich nicht gebrauchen. Haben wir hier noch irgendwie Hühner oder so? Boah, wie alles mit. Oh! Komm schon, komm schon! Ah, goldener Plot. Das ist übrigens so, wie man mit dem verfahren soll. Man soll den füttern, dann schmeißt er einen Plot raus und das war's dann auch mit dem. Also, ja, da wird er wieder ordentlich was zu verkaufen. Das Zeug ist ja nicht ganz so wertlos. Wie zum Beispiel die Pink Plots, also ja. Cool. Dann mal auf hier in die Höhle und mal gucken, ob wir den zum Platzen bringen können, weil ich hätte gerne doch den Schlüssel. Und
Oh yeah, baby. So, die Kleinen, die hier rauskommen, interessieren mich gerade eher weniger. So, habe ich jetzt hier den Schlüssel gekriegt, oder? Ach, da ist er. Gar nicht gesehen, was hier drin so dunkel ist. Ah, cool, da steht jetzt auch links ein Schlüssel und ich denke mal, wir können dann gleich mal in die Richtung reisen, wo wir den eintauschen können. Wenn ich irgendwie nochmal rauskomme, ich hätte vielleicht aber mit dem Jetpack einfach hochfliegen können, aber ja, jetzt bin ich hier. Also scheinbar in diesen anderen Gebieten, die hier im Bau sind, wurde zumindest, wie ich es erkennen kann, noch nichts mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt im Hintergrund immer an den Dingern noch am Arbeiten sind. Also es gab auch noch so kleine Änderungen, die, wie heißt denn nochmal? Die anderen Slimes hier, diese Puddle Slimes, die haben auch eine andere Grafik, die können wir live wahrscheinlich noch sehen. Gibt es ja im nächsten Gebiet auch einige. So, du kriegst mal das hier. Und ja. Wir schnappen uns mal die Q-Berries, weil da können wir gleich nochmal bei uns zu Hause die ganzen Viecher füttern. Weil ich weiß nicht, wie weit wir jetzt in das Gebiet rein können, dass wir jetzt hier mit ja, fast vollem Inventar auftauchen. Das ist jetzt nicht unbedingt so toll, aber ich denke mal, es gibt, glaube ich, nur eine neue Slime-Sorte, also ein Inventarplatz sollte dann auch reichen. Was die Red Slimes machen, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass sie hier drin sind und ja. Mal schauen. So, da sieht man die Puddle Slimes, die neuen, die sind jetzt so ein bisschen die, ja, werden nach unten platt. So ein bisschen eisbergmäßig oder so. Ja, keine Ahnung, also. Sonst waren sie halt komplett, ja, so etwa die gleiche Form wie ein Pinker Slime. Das haben sie geändert. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich würde jetzt doch gerne, eigentlich würde ich jetzt ja gerne ein paar von den Hühnern einsammeln, aber da gibt es eigentlich noch eine bessere Möglichkeit, an Fleisch zu kommen für den Gordo Slime. So, wir gehen hier einfach mal durch. Der Tar wird hinter uns schon aufräumen. Das hätte ich nicht sagen sollen, weil jetzt sind die wieder auf mich wütend. Nicht, dass es nicht so, sowieso werden. Na los. Oh, die Blumen sind mir auch neu. Also haben mich aber noch ein bisschen gearbeitet, dass das alles ein bisschen schöner wird. Was ich cool finde, ehrlich gesagt, aber ja, sind so diese kleinen Sachen, die sie noch reingemacht haben. Wobei, worauf ich ja eigentlich noch warte, Wasser sieht jetzt auch anders aus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was ich ganz gerne hätte, so als Hauptpunkt, der mir so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Sorge bereitet, aber was ich finde, woran das Spiel auf die Dauer noch am meisten gewinnen würde, wäre, wenn sie noch weitere Mechaniken einführen würden in Sachen, ja, Moment mal. Das Gebiet, ist das nicht? Habe ich das mit dem anderen ganz umsonst gemacht? Na super, ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir noch ein paar Hühnchen abgreifen können. Und dann gehen wir mal zurück durch das Portal. Ah ne, es ist, ich verwechsel die Dinger irgendwie mit den Q-Berries. Ja. Oh, da kann man weit springen. Na schade, ich kann doch nicht mal halten. Vielleicht ins Wasser schmeißen, aber ja. Was zur Hölle soll das sein? Der hätte ich schon mal gesehen gehabt, aber kein Plan. Wenn ich die füttere? Oh. Ich denke mal, ich habe eine bessere Verwendung für unsere Hühner gefunden. Okay, das ist auch interessant. Wusste ich auch noch nicht, aber auch nicht schlecht. So, dann können wir jetzt auch langsam mal zurückkehren. Hier gibt es scheinbar nichts mehr. Das meiste wurde gefressen vom da. Okay, dann muss ich gleich mal schauen, in welcher Richtung eigentlich diese Quarry liegen soll, weil wenn wir hier jetzt nicht das Ding aufkriegen, weiß ich gerade nicht, wo es lang geht. Ich meine, ich könnte das alles nachgucken und so, aber 252 für den einen, das ist schon mal nicht schlecht.
Und wir schmeißen hier einfach mal ein bisschen Zeug rein. Da liegt doch eine Heartbeat. Da hatte ich dann irgendwie mal so einen geistigen Ausfall und versucht, die damit zu füttern. Aber das nehmen sie natürlich nicht. Kokofrüchte gehen auch. So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch nochmal die Puddle Slimes angucken. Die wieder ordentlich was gelegt haben. Übrigens, das sollte ich auch nochmal sagen. Oder auch am besten euch noch zeigen. Dieser Teich hier hat einen Wasserstand. Der erinnert sich jedes Mal, wenn die Puddle Slimes den Plot legen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal zeigen, wenn ich jetzt hier drauf mal. Man sieht, dass es langsam weniger wird. Finde ich interessant. Man muss es also hin und wieder mal nachfüllen. Sollte ich bei Gelegenheit auch mal machen. Als ob das Trauben wären. Und wo wir gerade bei den Hühnern waren, da kann ich auch mal zeigen. Das ist das andere Ding. Wir kaufen das mal. Die eine Erweiterung hatte ich ja schon beim letzten Mal, ich glaube in der, ja, kurz vor Ende mal gezeigt. Die Erweiterung wollte ich jetzt hier nochmal zeigen, weil, ja, hier gibt es auch einige Hühner, war zumindest sonst immer so. Hier haben wir schon mal eine Henne. Also man hört sie schon überall gackern und das halt, die spawnen ja auch nach, das ist das Coole daran. Also ich kann jetzt hier mal ordentlich Hühner einsammeln, ich brauche hier gar keine, da hinten sind sie auch gerade hochgekommen. Ich glaube, die haben sich gerade ordentlich verteilt, als sie gegen mich geklatscht sind und sind gar nicht richtig reingekommen in den Sauger. Schwupp. Also ich kann jetzt hier erstmal ein paar von den Viechern einsammeln. Das ist dann schön für die für den Gordo-Slime. So. Ja, das waren sie, glaube ich, auch schon. Ach, davor sind ein paar reife Früchte, das ist auch nicht schlecht. Mehr Futter für die restlichen Slimes. Teleporter? Aber nicht aktiviert. Hm. Okay, so wie es aussieht, muss ich auch mal gucken, wie in dieser Indigo-Quarry. Also ich kann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen rumrennen und mein Glück versuchen. Sonst muss ich halt mal doch nachgucken im Wiki oder so. Aber ja, so ein paar Änderungen gab es halt schon. Autsch. Dass die Viecher nervig sind, das hat sich nicht geändert. Und da ist gerade ein abgehauen, was potenziell fatal ist. Es ist nicht nur einer abgehauen. Also ich denke mal, die könnten bei Gelegenheit auch ja, mal wegkommen. Problem mit denen ist so ein bisschen, ja, die nerven ordentlich, aber die, gut, der Plot ist nicht zu verachten vom Preis her, aber zum Beispiel die Honey Slimes sind da deutlich, ja, pflegeleichter und produzieren halt auch Zeug, was einfach genauso viel wert ist. Also lohnt sich meines Erachtens nicht, um sich die anderen zu halten. Aber ich glaube, hier wurden so ein bisschen Quality of Life Changes gemacht. Also, dass jetzt das Zeug ein bisschen schneller abgesaugt wird und wieder, dass uns auch wieder schneller abschießen kann. Was ich cool finde, weil das hat echt einfach nur Zeit gedauert und auch wenn man die Zeit eigentlich hat beim Spiel, meine, ja, es wurde irgendwann ein bisschen nervig. Ich meine, das ist ja schlussendlich der Haupt-Gameplay-Loop, dass man, wenn man die Slimes hat, dann irgendwie die füttert, dann das Zeug einsammelt und hier abliefert. Aber schön, dass das nicht so ein bisschen in die Richtung geht, ja, Hauptsache das dauert. So, hier gibt es nur noch die Sachen, da kann man so ein bisschen die Slimes wegscheuchen, auch wenn ich nicht ganz weiß, mit welcher Taste das geht. Wir könnten es mal kaufen, wir haben eigentlich genug. Und wir können hier unsere Gesundheit ein bisschen aufmodeln. Juckt mich in den meisten Fällen eigentlich nicht, aber ich denke mal, wenn wir mal Probleme haben, ist es auch eine schöne Sache, das zu haben. Wo ich gerade beim anderen schon einen Teleporter gesehen habe, haben wir hier auch einen.
Weil wenn ja, ist er mir nie aufgefallen. Oh. War das hier schon immer hier? Okay. Ja, mal wieder was Neues gesehen. Also ich wusste nicht, dass diese Teile hier waren. Ja, keine Ahnung. Aber ja, das war es auf alle Fälle nicht wieder hinkommen. Ich denke mal, ich werde auch diese Folge an dieser Stelle beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Suche nach dem Teil. Sonst, wenn ich es in der nächsten Folge nicht finde, dann muss ich das irgendwie anders machen. Und ich überlege gerade echt, ob ich die nicht loswerden will da hinten. Naja, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.